Ich möchte nicht irgendwie so irgendwas machen, damit ich irgendwelche neue Zuschauer bekomme oder was weiß ich. Im Endeffekt könnte ich dann irgendwelche Prank-Videos machen oder irgendwelche Live-Reaction-Videos, damit ich so viele Klicks wie möglich kriege. Aber das möchte ich nicht. Pizza bestellen mit einem Song von Denergy. Was ist das für ein geiler Track? Irgendwelche Live-Reaction-Videos, damit ich so viele Klicks wie möglich kriege. Aber das möchte ich nicht. So, was habe ich hier gelesen? Arzlack, okay, das habe ich nicht gesehen, ja. Das will ich mal sehen, weil ich habe irgendwie gehört, dass der Ey, wie geil ist das denn? Live-Reaction-Videos, damit ich so viele Klicks wie möglich kriege, aber das möchte ich nicht. Lilano ist jetzt gerade voll im Dings, im Gespräch, ne? Also, Fick Familia, das habe ich mir noch nicht angehört. Und an dieser Stelle muss ich meinen größten Respekt aussprechen, denn er schaffte es, tatsächlich einen Monat seiner eigenen Linie treu zu bleiben. Wir können uns alle nur vorstellen, wie hart es sein muss, wenn man knapp 50.000 Abonnenten auf YouTube hat und dann regelmäßig so wenig Klicks auf seine Videos macht. Aber wir können alle nachvollziehen, dass gewisse YouTuber manchmal Dinge tun müssen, die sie eigentlich so sehr verachten. Da ist es dann eigentlich auch nicht mehr so wild, wenn man seine eigenen Fans belügt, und ich möchte da natürlich nicht mit dem Finger auf spezielle Beispiele zeigen. Viel zu lange ist es her, dass wir über unseren Lieblings-YouTuber neben React natürlich gesprochen haben. Und ich muss mich natürlich auch bei seiner krassen Army bedanken, die mich in den letzten Wochen immer wieder mit ihren Kommentaren daran erinnert haben, sonst hätte ich ihn wahrscheinlich sogar vergessen. Man spürte förmlich die Rückendeckung von 47.000 YouTube-Abonnenten, weil die Kommentare mich förmlich überrannt haben. Mein letztes Bartfrau-Video ist schon eine Weile her, deswegen hat es mich ein bisschen gewundert, dass jetzt quasi aus dem Nichts in den letzten 1-2 Wochen Kommentare auf meinem Kanal landen, die an die Bartfrau anlehnen. Irgendwo hat man also über mich gesprochen, sei es in einem Livestream, in einem Post oder vielleicht auch nur der Stammkneipe um die Ecke gewesen. Und man war stets bemüht in der Vergangenheit, mir nicht zu viel Aufmerksamkeit zu schenken, was ich extrem bewundere und was ich natürlich auch verstehen kann, weil man es sichtlich bereut hat, dass ich jeden Elfmeter, der mir so hingelegt wurde, formvollendet reingeschoben habe in meinen Videos. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das als extrem schmerzlich empfunden wird, wenn man keine haltbaren Argumente findet und nur noch mit unsachlichen Aussagen in meine Richtung reagieren kann. Wir schätzen auf jeden Fall alle sehr an dir, dass du dir treu bleiben möchtest. Und auf sowas einzugehen, würde sowieso viel zu viele Klicks und Aufmerksamkeit auf deinen Kanal ziehen. Und sowas möchtest du ja nicht machen. Richtig, das möchte ich nicht. Na gut, vielleicht hat man sich auch versprochen und meinte eigentlich, dass man nur noch Live-Reaktionen machen möchte und keine Bartanalysen und Fashion-Analysen mehr. Das kann mal passieren, man kann sich doch mal versprechen. Gerade als so krass eingespannter Businessmann. Im Rolls-Royce chauffiert zu werden, ist auf jeden Fall geil, Dicker. Und vielleicht ist das auch alles Quatsch, dass mir sichere Quellen aus seinem engsten Umfeld flüstern, dass er so sehr hasst, was ich tue und dass ich damit Erfolg habe, dass ich sogar ziemlich aufmerksam verfolgt werde. Und ähnliche Konzepte wie auf meinem Kanal gemacht werden. Man selbstverständlich auch jedes Video, was an den Bartmann gerichtet war, gesehen hat. Und man fast geplatzt ist, als man mitbekommen hat, wie viele Zuschauer die Lager gewechselt haben und auch blieben. Und man fast in die Tastatur gebissen hat, als man gemerkt hat, dass selbst das Blockieren meiner Kommentare und das Blockieren auf sämtlichen Social Media nichts gebracht hat, außer noch mehr Videos und noch mehr Motivation für mich. Auf einer niveauvolleren Parodie-Sarkasmus-Ebene weiterzumachen und noch mehr Aufmerksamkeit damit zu bekommen und mir das Ganze immer wieder so viele Abonnenten und Sympathien einbringt, kann ich den Frust ein bisschen verstehen, muss ich sagen. Und mit Sympathien meine ich natürlich alle Kommentare, außer die Fake-Accounts, die erstellt wurden, um auf meinen Kanal Kommentare zu hinterlassen, weil man selbst nicht zu sich und seinem Wort stehen kann. In Anbetracht dessen wird es noch viel witziger, wenn wir den gestrigen Livestream vom Bartmann einmal näher betrachten. Und an der Stelle einmal ein großes Dankeschön an die Leute, die das an mich weitergeleitet haben. Weil wir alle wissen, dass er dieses Thema definitiv so schnell wie möglich unter den Tisch kehren möchte. Also erstmal ist es schön, dass man überhaupt Werbung für mich gemacht hat. Dafür muss ich mich natürlich bedanken. Auch wenn er sich mit diesem Livestream keinen großen Gefallen getan hat, was wir auch gleich merken werden. Ja, was soll man jetzt wieder über jemanden sagen, der lieber über Dreiecken das Mädchen spielt, als sich wie ein Mann einem Gespräch zu stellen? Hast du Beard Bro bedroht? Wer ist denn Beard Bro überhaupt?
Er fing natürlich erstmal an, so zu tun, als würde er mich nicht kennen. Was nicht nur aufgrund der vorher von mir angesprochenen Quellen aus seinem Umfeld etwas zum Schmunzeln anregt, sondern noch viel witziger wird, wenn man bedenkt, dass er mich damals angeschrieben hat, so vor ungefähr einem Jahr. Und jetzt vor kurzem wieder mich auf sämtlichen Social-Media-Plattformen blockiert hat. Selbstständig und sorgfältig. Ich hab den einmal gesagt, wenn der weiterhin Bartmann nutzt, der hat nämlich ein paar Videos, hat er als Titel, hat er Bartmann benutzt. Ja, genau, habe ich zu ihm gesagt, wenn er noch einmal den Namen Bartmann benutzt, kriegt er Post von meinen Anwälten. Dann ging er wieder auf dieses ziemlich ausgelutschte Markenthema ein, was schon seit einem Jahr geklärt ist und ziemlich eindeutige Aussagen von mir bekommen hat, bei denen selbst ein Blinder hätte erkennen können, dass man an den Argumenten nicht mehr viel zu rütteln hat und es auch nicht hilft, wenn man irgendwas dazu erfindet, nur damit die lächerlichen Drohungen nicht ganz so armselig aussehen. Weil ich bin nicht nur Bartmann als YouTuber, sondern Bartmann ist meine Marke, ja, also meine Bartpflegemarke. Dann kann man, wenn ich mich recht erinnere, laut Paragraph 12 BGB die Unterlassung dieser Nutzung tatsächlich veranlassen. Sofern dem angeblichen Geschädigten tatsächlich berechtigte geschäftliche Nachteile entstehen, wollen wir genau das doch einmal prüfen. Dafür schauen wir uns doch einfach mal alle Namen und Logos an, die ich für meinen Kanal so nutze. Facebook. BeardBroTV. Mein Logo. Okay, schauen wir mal auf Instagram. BeardBroTV. Mein Logo. Ja gut, schauen wir einfach mal auf Twitter. BeardBroTV. Mein Logo. Okay, aber auf YouTube. BeardBroTV. Mein Logo. Vielleicht ist der Fehler ja bei meinem Merchandise zu finden, den ich vertreibe. Ein Bart-Symbol, ein YouTube-Symbol. Nee, das kann es eigentlich nicht sein. Ah, hier. Na gut, das bin eigentlich ich. Oh, da unten. Nee, da steht auch BeardBroTV. Okay. Vielleicht liegt der Teufel ja im Detail. Schauen wir uns meine Videos auf YouTube doch mal genauer an. Oh mein Gott. Sogar im Titel des Videos. Ach du Scheiße. Fuck. 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 Alter, das muss ich direkt ändern. Und vor allem muss ich jeden anderen YouTuber Bescheid sagen, der die Namen anderer im Titel nutzt. Okay, schnell, wo ist die WhatsApp-Gruppe mit Bibi, Lea und Julian K. ist Newstime Floyd Dana. Leute, ihr dürft ab sofort im Titel und der Videobeschreibung keine Namen mehr von anderen YouTubern erwähnen. Das heißt, keine Reacts, keine Best-Offs, keine Diss-Tracks, keine Features mehr. Leute, ohne Scheiß, das ist kein Prank, seine Anwälte. Moment, würde ihn das nicht auch betreffen? Und jetzt kommt die Stelle, wo ich ungelogen Tränen lachen musste. Ja, das ist auf jeden Fall so ein YouTuber, der muss auf jeden Fall Namen von anderen nehmen, damit er mit seinen, was weiß ich, 5000 Abos oder wie viel der hat, einen auf cool machen kann. Er bezeichnet mich als kleinen YouTuber, welcher sich an anderen hochziehen muss, indem ich andere Namen in meinem YouTube-Titel nutze. Aber das möchte ich nicht. Und versucht nach wie vor vehement gleichgültig zu wirken, was mich angeht. Aber weiß ohnehin zu sehen, wie viele Abos ich circa habe. Davon abgesehen, wie unsympathisch und verblendet es wirkt, wenn man sich so viel auf diese Zahlen einbildet. Und ich freue mich schon darauf, wenn ich in nicht absehbarer Zeit an ihm vorbeiziehe und er dann immer noch so tut, als ob ich keine Rolle für ihn spiele. Dass man dann natürlich auch daran merkt, wie unsachlich er wird. Was ist das für ein Spasti, weißt du, im Endeffekt? Aber egal, soll er mal weiter lutschen. Während in keinem meiner Videos jemals so ein Niveau vonnöten war, um Männlichkeit zu beweisen. Aber egal, soll er mal weiter lutschen. Juckt mich nicht. Merkt man. Aber wem wundert das, wenn man sieht, was seine Abonnenten auf meinem Kanal teilweise für Kommentare hinterlassen haben? Jetzt hatte man knapp ein Jahr Zeit, um auf mich zu reagieren. Und ich habe das sogar bewundert, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und wie gut man es durchziehen konnte, mir keine Plattform zu geben. Denn das, was dann im Endeffekt draus gemacht wurde, kann man so ein bisschen mit den letzten Aktionen von Loris Karius vergleichen. Bei manchen Leuten bekomme ich einfach das Gefühl, dass sie nicht nur gerne ihre Abonnenten belügen, sondern vielleicht auch sich selbst. Live-Reaction-Videos, damit ich so viele Klicks wie möglich kriege, aber das möchte ich nicht. Obwohl an schauspielerischen Fähigkeiten noch etwas gearbeitet werden sollte. Und nicht, dass mich irgendjemand falsch versteht. Ich find's cool, dass unser Bärtchen jetzt langsam zum Rap-Reaction-Channel wird. In der Hoffnung, dass es endlich mal mehr Klicks und Aufmerksamkeit von Größeren gibt, wenn man das bei anderen sieht, wie es funktioniert. Ich gönne das trotzdem, nur würde ich meinerseits noch den Tipp geben, dass man vielleicht noch ein bisschen authentischere Thumbnails macht, anstatt immer wieder dasselbe zu verwenden. Und ich hab's mehrfach und auch heute schon wieder angedeutet bzw. angeboten. Es wird zwar schwer, nach dem Eindruck, den manche YouTuber mit ihrer Internet-Rambo-Gang hinterlassen, da noch irgendwie Männlichkeit zu beweisen, aber ich biete nach wie vor an, mit mir Auge in Auge wie ein Mann zu kommunizieren. Dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass endlich Hashtags wie diese hier aufhören.